Ja, liebe Leute, ich sitze hier in der CDU-Geschäftsstelle, neben mir Burkhard Weber, der Fraktionsvorsitzende der CDU. Herr Weber, die CDU-Fraktion hat eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, Haushalt und Finanzen, und der hat ein Ergebnis erstellt und stellt das heute Abend den Mitgliedern vor. Wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, dann sind Sie wahrscheinlich schon in der Diskussion. Thema Schuldendeckel, da wird ja im Bocholt schon lange drüber diskutiert. Was schlagen Sie oder was schlägt der Arbeitskreis, die Arbeitsgemeinschaft, den Mitgliedern und später dann natürlich auch dem Rat und der Stadtverordnetenversammlung und damit auch den Bürgern, allen Bürgern vor? Also ganz kurz eingangs, wir haben erkennen müssen, dass wir viele notwendige Investitionen in Bocholt vor uns herschieben. Ich denke, wir dürfen nicht davon reden, dass es dem Bocholt dann schlecht geht oder Bocholt schlecht aufgestellt ist, aber wir müssen erkennen, im Schulbereich, im Infrastrukturbereich und ganz aktuell auch im Rathausbereich sind Investitionen notwendig, sodass wir uns in diesem Arbeitskreis Gedanken dazu gemacht haben und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass auf Basis der uns vorliegenden Zahlen über den Finanzplanungszeitraum bis 2023 ein Investitionsvolumen in Höhe von 180 Millionen zur Verfügung stehen kann. Wir kommen im Moment von 148 Millionen Euro. Das heißt, in diesen 148 Millionen sind die schon oft diskutierten 13 Millionen abgebildet. Dass wir da also prinzipiell ein neues oder frei werdendes Investitionsvolumen von 45 Millionen schaffen würden durch unseren Vorschlag. In diesen 45 Millionen ist eine Reserve eingerechnet in Höhe von 10 Millionen, um eventuelle Verpflichtungen aufgrund von Unwetterereignissen oder Schadstofffunden oder sonstigen Dingen zu beseitigen, wo man definitiv dran muss. Also ich glaube, da sind wir uns einig, an Schadstoffen oder Ähnliches, an der Sanierung kommen wir nicht vorbei. Aber insgesamt sind das jetzt 32 Millionen Euro mehr als vorher. Wenn man die 45 minus 10, 35, ja. Aber da ist das Rathaus auch noch nicht mit drin. Da ist das Rathaus noch nicht mit drin. Das Rathaus sehen wir als Arbeitsgruppe, als ein Sonderbudget, das da oben noch auf diese 180 Millionen draufkommt. Wobei wir dieses Rathausbudget deckeln möchten, also wir als Arbeitsgruppe. Gehen aus von dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung, wo 44,5 Millionen vorgeschlagen wurden oder dargestellt wurden als notwendiges Budget. Wir sagen, der darin im Grundsatzbeschluss enthaltene neue Ratssaal muss dringend überdacht werden. Den sehen wir als Arbeitskreis nicht als zwingend notwendig. Der ist auch als Maßnahme solitär, wo man jetzt also dann auch schon sagen kann, da könnten wir unseres Erachtens gut drauf verzichten und würden den aus dem Budget rausnehmen. Der ist mit 2,1 Millionen beziffert, sodass wir da also auf 42,4 kommen. Aber wenn ich jetzt zusammenrechne, 32 Millionen der normale Schuldendeckel, Erhöhung, Anpassung, wenn man es netter ausdrückt, plus 42 macht 74 Millionen. Schon bei 50% drauf, oder? Ist ein ganz ordentlicher Schluck aus der Pulle, ja, das ist richtig. Aufgrund des, wie ich schon sagte, uns vorliegenden Zahlenmaterials ist aber eine Finanzierung dieser Investitionen so darstellbar, dass sie den Ergebnishaushalt nicht wirklich ins Negative bringen. Das heißt also, Kassenkredite oder Haushaltssicherungen sind weit von uns entfernt. Nichtsdestotrotz muss man sich auch überlegen, wie zahlt man das irgendwann wieder zurück. Dafür gibt es aber noch nicht so den Plan, oder? Dieses Rathausbudget soll getilgt werden über 30 Jahre. 30 Jahre ist ein gemittelter Abschreibungswert, vergleichbar mit einem Einfamilienhaus, was rechnerisch auch eben über diesen Zeitraum abgeschrieben wird. Das andere Budget, der normale Investitionsrahmen von 180 Millionen, bleibt fortgeschrieben. Dadurch, dass er fortgeschrieben wird, werden natürlich auch jedes Jahr wieder Maßnahmen neu möglich, die im ersten Aufschlag nicht realisierbar sind. Und da sagen wir auch, um da überhaupt mal eine Reihenfolge reinzubekommen, ist es einfach dringend notwendig, mal sämtliche anstehenden Maßnahmen untereinander zu schreiben und diese auch unter Betrachtung von Folgekosten und zu priorisieren.
Aber man muss ja auch irgendwann mal was streichen, weil sonst kommt man nie von den Schulden runter. Das ist immer das Problem. Wir diskutieren über Schulden, aber man hat nicht den Mut, auch mal Projekte zu streichen. Das ist schwer, das weiß ich. Politisch immer schwer durchsetzbar. Solange man sich diesen Standard auch noch leisten kann, ist es sicherlich extrem schwer, ja, darüber nachzudenken. Jetzt kam der Schuldendeckel von damals 148 Millionen ja aus Ihrer Partei, aus Ihrer Fraktion. Und jetzt wollen Sie den auflösen. Haben Sie denn Hoffnung, dass Sie das durchbekommen? Oder wird es heute Abend den großen Aufschrei geben? Also wir wollen den Schuldendeckel nicht auflösen. Da müssen wir ganz anheben, genau. Also eine Auflösung. Neu ordnen, genau. Ja. Eine Auflösung des Schuldendeckels werden wir so nicht mittragen. Ja, aber ja. Sie müssen natürlich Ihren Mitgliedern, die bislang immer darauf Wert gelegt haben, dass der Schuldendeckel eingehalten wird, denen müssen Sie jetzt erklären, gerade auch den Mitgliedern, die wahrscheinlich jetzt aus dem Rat oder aus der Stadtverordnetenversammlung ausgeschieden sind, dass Sie das jetzt auflösen. Sind Sie da gute Hoffnung? Wir müssen einfach erkennen, dass gewisse Situationen und Investitionen anstehen, die auch nicht unbedingt zwanghaft hausgemacht sind. Gewisse Situationen im Schulbereich sind durch die Entwicklung der Zeit geschuldet. Die Schullandschaft verändert sich, da müssen wir baulich drauf reagieren. Die das marode Rathaus ist eine Nummer, da kommen wir nicht umhin. Wir sind auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus verpflichtet, da einen vernünftig funktionierenden und gut ausgestatteten Arbeitsplatz zu bieten. Auch im Hinblick auf den Wettstreit innerhalb des Personals. Naja, aber letztlich muss es dann auch noch durch den Rat, sprich, Sie brauchen ja dafür, weil das ja auch satzungsgemäß so festgelegt ist, brauchen Sie eine Mehrheit? Glauben Sie, dass Sie die bekommen im Rat? Ich bin da zuversichtlich. Wir werden da mit den anderen Fraktionen sicherlich in einer guten Diskussion sprechen und ich gehe davon aus und hoffe, dass wir irgendwo einen Konsens finden können. Gut, ja, herzlichen Dank. Das waren die Vorstellungen der Pläne der Arbeitsgemeinschaft Finanzen der CDU. Das ist noch kein Beschluss, aber da liegt jetzt erstmal genügend Zündstoff und Diskussionsgrundstoff vor. Und auch wir sagen dann eben Diskussion feuerfrei. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke.